Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Exakt gleiche Stelle wie zu Ende des letzten Videos. Wir haben hier ein paar Ratten, die wollen wir schnell aus dem Weg haben. Ich probiere jetzt mal gleich dieses Lämpchen da so ein Stückchen. Ja, weiter nach links geht es auch gar nicht. Guck mal an. Ja, in dem Fall müssen wir uns da vorne irgendwie was einfallen lassen, wie wir da weiterkommen. Hilf mir! Irgendjemand! Der erzählt mir jetzt wieder Märchen. Ja. Also die Viecher da weglocken, haben wir jetzt festgestellt, das ist nicht so geil. Ich kann es natürlich nochmal probieren. Also wir haben es im letzten Video festgestellt, sagen wir es mal so. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Dass ich wenigstens darüber ins Licht komme. Ja, irgendwie sind die hier, scharf auf den Kerl, ne? Was machen wir denn jetzt? Dann bleibt uns eigentlich nur noch Feuerchen übrig. Muss ich gleich wieder basteln hier? Jetzt muss ich hoffen, dass mir das eine jetzt hilft. Ne? Gut. Ging jetzt halt nicht anders, ne? Ah, sie. Wer zum Teufel seid ihr? Das bin ich. Die Tochter von Robert und Beatrice de Ruhn. Nein! Bitte! Gnade! Halt den Mund! Ich überlasse dich deinem Schicksal! Also ich kann sie auch von ihrem Leiden befreien. So ist es sicherer. Oh je. Gott sei Dank ist das kein Spiel mit Entscheidungen und so und positiv, negativ und ach du Scheiße und so weiter. Nee, nee. Also gut. Müssen wir mal gucken. Ich könnte jetzt wieder probieren. Ah, das ist mir eigentlich so blöd. Kann ich jetzt. Davon kann ich jetzt aber nichts basteln. Das ist doch alles scheiße hier. Ich muss allerdings darüber. Oder sollte. Also ich muss ja nicht. Ne? Da ist ein Tor, da muss ich auf jeden Fall durch, schätze ich. Da drüben ist nochmal Feuer. Dazu müsste ich aber die Viecher hier wegmachen. Ja. Das ist alles gar nicht so easy hier. Aber hier kann ich schon mal ein bisschen sammeln. Ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht können wir jetzt wieder was bauen. Nee. Lockt Ratten aus der Umgebung an. Ja. Jungs und Mädels. Ich will ja nun darüber. Ich kann es nochmal probieren, ob mir das irgendwas hier bringt. Aber... ja, gut, soweit so gut. Nicht schlecht. Ja, wenn das Feuer nicht mehr da ist, dann müssen wir die Viecher halt irgendwie anders wegkriegen, ne? Und so Sammelsachen hier möchte ich mir auch nicht entgehen lassen. Wir brauchen das Zeug ja auch. Und da ist wieder eine Werkbank. Schon wieder eine Werkbank. Ja? Eben hatte ich eine. Teilweise wartest du stundenlang auf die Dinger. Ich kann aber... nee, da unten kann ich was machen. Ach, ich mache alles, was geht. Ich mache alles, was geht. Das sollte mir die Sache erleichtern. So. Schießt das... was? Schießt Amicia einen Stein mit ihrer Schleuder, verliert das Ziel den Helm. Also das Ding zerstört jetzt auch den Helm. Das heißt, ich brauche jetzt dieses andere Gedöns da nicht mehr unbedingt. Okay. Die Frage wird dann zunächst nur der Helm zerstört oder geht das Ding gleich durch in den Kopf? Ja. Wiederum müssen wir jetzt woanders hin. Ich probiere daher das gleiche nochmal. Darüber. Jo, komm, Bub. Wir müssen uns beeilen. Wir sind hier, Lukas. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Gehen wir. Oh mein Gott, ist das... Scheiß die Wand an. Mein Zuhause. Ist das... ist das da drüben ein Toter? Nein. Stimmt. Bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein. Ich muss ihn sehen. Und irgendwo hängt ja auch hundertprozentig jemand und sagt dann, töte mich oder so. Das sieht alles so alienmäßig ein bisschen aus hier. Aber nur ein bisschen. Wo ist denn der Tote? Oh. Oh. Liegt schon eine Weile da. Zugeschneit. Ist das noch der Papa?
Ist er dein Vater? Oh. Oh. Nein, nein! Was tun Sie da? Was ist das? Heilige Scheiße. Oh nein, was ist das? Lukas, ich weiß es nicht. Schieße den Ignifer auf den Rattenschwarm. Ignifer. Bist du doch. Ja, wo muss ich denn? Ja. Das heißt, wir nicht lange durch. Bin du, hör auf! Nee. Lieber nicht vorwärts. Ich weiß nicht wohin. Was soll ich denn tun? Wie lange soll denn das hier gehen? Wow. Oh, ist das, was? Ist es vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das klären wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Okay, da hoch. Wie? Wie komme ich da hin? Und man sollte auch zum Brunnen. Das sieht irgendwie interessant da aus. Ich glaube, wir müssen irgendwie da rum. Da sieht es aus, als wäre so eine Öffnung. Ich nehme die Fackel. Hast du gesagt? Okay. Keine Sorge. Ich gehe voraus. Danke. Ah, hier gibt es noch einiges zum Einsammeln. Ja, aber hallo. Wie viel auch? Das war's schon. War gar nicht so viel. Scheiße. Also, schön langsam. Voll gemisch. Lass mal zum Brunnen gehen. Komm, lass mal. Ah, ich glaube, wir kommen da gar nicht so wirklich hin. Doch. Machen können wir nichts. Okay. Und Daddy ist aus dem Boden rausgeschossen, die Dinger, ne? Alter Verwalter. Vater, sie haben seinen Körper genommen. Haben ihn mir genommen. Ich hätte ihn begraben sollen. Ich hätte... Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Amicia. Haben die sowas wirklich gemacht? Bitte lasst ihn in Frieden ruhen. Haben Ratten damals sowas wirklich gemacht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber vielleicht weiß ja jemand mehr über die Inquisition als ich. Sollte jemand von den Zuschauern einen Plan haben, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es da irgendwelche Infos zu gibt. Ich könnte es auch selber recherchieren, aber ich bin zu faul. Wenigstens bleibt die Fackel mal länger an. Oh, hallo. Ich wusste es. So oder so ähnlich ist es bei Alien auch. Ja. Aber der sagt, der ist halt schon tot. Der bittet nicht mehr darum. Amicia, diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Warum haben sie den nicht angeknabbert? Interessant. Wo müssen wir eigentlich hin? Die Richtung scheint zu stimmen. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Alter Falter, das Gelump ist sogar an der Decke. Ja gut, dass die hochbauen, die Viecher. Das haben wir ja schon festgestellt. Ja. Ja gut. Jetzt gehen wir halt mal hier überall rum. Fackel geht nicht aus, Gott sei Dank. Bisschen gucken, ob hier irgendwas noch rumliegt. Für später einen Schnaps, wenn es rum ist. Feier des Tages. Ja, also ich scheine schon da lang zu müssen. Kann ich diese Kerze vielleicht entzünden? Leider nicht. Okay. Hier noch irgendwas? Ich will unbedingt wissen, ob irgendwas rumliegt. Ich habe ja schon gemerkt, dass so mit dem Basteln es jetzt gerade nicht mehr so ist. Da ist noch was. Sehr schön. Da sind wir reingekommen? Okay. Also gut. Dann scheinen wir da hinein zu müssen, wo wir eben noch an vorbeigekommen sind. Sie auch? Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Haben sie denn Pestbeulen? Vielleicht fressen die Viecher ja nichts, was die Pest hat. Ja nicht. Moment.
Oder es war halt tatsächlich, es wurde hier irgendwas erfunden. Irgendein Mittelchen, dass sie nicht von Ratten angegriffen werden. Wir sind da. Es ist dort oben. Ja? Wie jetzt? Komm ich nicht hoch? Scheiße. Warte mal, kann man doch hier aufhängen. Stimmt, der Amicia kann ja nicht klettern, wenn sie etwas in der Hand hat. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja, gewiss. Gewiss. So, Licht wäre geil. Hast du Licht? Du bleibst hier, Junge. Hier, es dauert nicht lange. Ich warte auf dich. Wieso sind aber hier keine Ratten? Es muss einen Grund dafür geben. Wow, pass auf. Oh, da sind ja Ratten. Die kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Oho. Ist ja doch wieder da, hallo. Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Ja. Geh mal rein. Ganz vorsichtig, guck mal. Lukas, diese Gefäße... Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Ah. Es muss noch andere geben. Infuse. Was machst du damit? Eine Infusion? Bestimmt. Was denn du? Was willst du machen? Lucky Lukas, hä? Du bist ja unheimlich lucky. Nee, so lucky bist du gar nicht, ich weiß. Also. Das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Geh naja, hier. Gewesen. Aha. Das sieht ja noch gut aus. Da sind noch mehr Gefäße. Alles, als wäre nichts geschehen. Interessant. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas. Nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ein ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch. Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, Nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen. Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Römische Ruinen? Im Garten? Echt jetzt? Lass erstmal nochmal hier ein bisschen gucken. So, kann ich irgendwas basteln? Muss ich denn irgendwas basteln? Ist irgendwas aus? Das hier ist aus, ne? Komm. So. Das andere würde ich jetzt erstmal behaupten, ist noch in Ordnung. Da machen wir vielleicht nochmal zwei. Oder vier. Ja. Gut. Sonst noch irgendwas hier zum Mitnehmen? Achso, jetzt kann ich ja wieder was aufnehmen. Ja. Also her damit. Nur ein Stein. Ja. Ja gut, auch Steine sind hier nur wieder mal nützlich. Hugos Bett. Hugos Tisch. Okay. Also zurück. So einfach kommen wir nicht mehr. Haben wir gerade gesehen, da sind so ein paar Tierchen. Ne? Machen wir nicht. Also wir könnten natürlich irgendwas reinwerfen, aber ist glaube ich nicht Sinn der Sache. Jetzt kann man hier rausgucken. Das ist echt alles... Mir fehlen die Worte. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Aber die gehen weg. Was? Hier können wir nicht bleiben. Kommen die nochmal? Ich warte lieber. Könnte sein, die formieren sich nochmal. Nee? Nicht? Ganz langsam. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nach rechts! Los! Ja! Ich komme! Ja, wie jetzt? Achso, das ist das andere, was sie explodieren lässt. Okay.
Ich schätze mal da so. Ne, da sind wir vorher drin gewesen. Nach rechts hat er gesagt. Wo sind sie? Welcher Weg? Der, ich weiß es nicht. Red doch mal ordentlich mit mir. Es könnte dieser sein. Es könnte... Ich glaube, der ist es nicht. Gehen wir da lang. Wir machen das jetzt einfach. Keine Zeit. Ich komme mit dem Druck nicht klar. Kiste, kann ich hier aufmachen? Nö, schade. Da unten geht es auch irgendwie lang. Ah, mich würde aber interessieren. Irgendwie habe ich doch gerade... Scheinbar... Ja, genau. Noch was gesehen. Also gut. Alkohol. Immer gut. Immer gut. Nein, natürlich immer schlecht. Es fühlt sich gut an, manchmal. So. Aber reden wir nicht über Spaß. Reden wir über Ratten. Sie könnten zurückkommen. Und was sie alles tun können. Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. Beziehungsweise wir sehen ja, was sie alles tun können. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Sie bilden ja sogar Türme. Sich bewegende Todestürme. Ist das eine Werkbank? Nee, ich wollte jetzt gerade schon sagen. Also so viele Werkbänke, das gibt es ja bald nicht mehr. Warte mal. Was ist denn das? Das leuchtet. Ach, es glut. Wollen wir nicht hin. Ich denke, wir wollen hier lang. Das erinnert... Das war doch der Raum, in dem wir sie am Anfang getroffen haben. Kann das sein? Und hier... Hier raus wollten wir fliehen, da stand eine Wache dahinter, das war in der ersten Folge. Und dann hat sie von hinten mit dem Stein den Kerl erschlagen. Ich glaube, das war jene Tür hier. Ist ja alles ganz anders hier jetzt, ne? Ich muss direkt nochmal zurückgehen und so ein bisschen gucken. Bin ganz froh, dass sie jetzt aus dieser Strecke da kein Backtracking gemacht haben in dem Spiel, dass man die ganze Scheiße nochmal zurück hätte laufen müssen. So ist das jetzt ganz in Ordnung und es ist... Sehr, sehr interessant, das hier alles jetzt nochmal in diesem desolaten Zustand hier zu sehen. Herr im Himmel, es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Ich glaube, es war nicht jene Tür, die ich gerade beschrieben habe. Aber... Ich weiß, wir schaffen das. Okay, also da runter, ja? Naja, gut. Aber schon schaffen. Das war das nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Da war doch eigentlich... Doch, das müsste sogar gewesen sein. Hier lang sind wir nicht durch den Garten geflohen und so weiter und so fort. Also wir sind durch den Garten geflohen, haben ein paar Leute mit Steinchen umgenietet und mit raschelnden Helmen abgelenkt und solche Geschichten, ne? War alles gemacht. Ja, ja. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Ja. Fingerkraut, glaube ich. Brauchst du das? Nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Fingerkraut. Okay. Na gut. Wir bleiben mal in der geduckten, finde ich irgendwie besser. So, hier wird es dann interessant. Die Richtung scheint jene zu sein. Geradeaus kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das lustig wird. Schnell mal ins Licht hier. So, von hier aus neu ausrichten, beziehungsweise schauen, ob es hier noch was gibt. Das scheint schon grob die Richtung zu sein. Das heißt, hier müsste ich jetzt, da ich auch nirgends irgendwie eine Fackel sehe, die zu entzünden wäre, aber da drüben ist ein Häufchen Glut. Das könnte ich natürlich mit Ignifer entzünden. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Rennen? Ja, hier lang, oder? Es geht jetzt wieder aus, ne? Komm her. Oh Gott. Scheiße. Oje. Ach. Also. Richtung scheint ja zu stimmen. Allerdings haben wir dann wirklich da das Problem, dass wir nicht allzu weit kommen. Nun ist die Frage, ist es vielleicht günstiger? Nee, ist ja nicht günstiger. Also ich werde mit Ignifer zunächst das hier entzünden und dann werde ich mir gleich... Nee,
Ja, dann müssen wir sie irgendwie aus dem Weg locken. Ne? Also irgendwie müssen wir die irgendwie wegkriegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so funktioniert. Mach dich bereit zu rennen. Bereit. Oder mal Ausschau halten nach dem nächsten Häufchen, das wir entzünden können. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Kommst du her? Kommst du her? Kommst du? Kommst du her? Meine Fresse. Ein bisschen KI kann ich wohl erwarten. Da drüben ist noch eins. Erreiche ich... Nee. Erreiche ich das von hier aus? Ist zu weit weg, ne? Erreiche ich so? Ja. Okay. Da ist auch noch ein großer Haufen. Irgendwo noch Fackeln? Okay. Ist das... Was sind das da? Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Jawohl. Wenn das mal alles anbleibt, ey, das wäre ja schon cool. Aber ich glaube nicht. Komm. Komm schon, komm schon. Schieß nicht daneben. Oh, ich hab keins mehr. Ich hab keins mehr. Schnell, 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 schnell. Oh, ja, 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 ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Jesus! Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut, schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Ja. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Verdammt! Schwer. Ist ein kräftiger Junge. Los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Bleib doch an, was willst du? Der Boden bebt. Willst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Oi. Schon verstanden. Wo will er denn hin? Ich mach das. Wo, 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 wo? Meine Herren. Ich muss noch was machen davon. Wow, 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 wow. Wo kommen sie denn her? Ich sehe es nicht. Doch, da. Was, 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 was? Was, was? Ich werde nicht mehr. Schicksal, seit wir uns kennen, wird unser Leben vom Chaos bestimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Ja, ja, habe die Schleuder. Hast du gesehen, wie das läuft gerade eben? Wo seid ihr denn? Da vorne. Ja, kommt doch her, kommt doch her. Gleich sind wir fertig. Gleich haben wir es geschafft. Ich tue, was ich kann. Das Licht dort drüben. Die Bäder. Ja, genau. Gleich haben wir es geschafft. Diesmal schaffen wir es. Ich habe nachgedacht von... Ich denke, dass... Dass... Was, Lukas? All diese Angriffe... Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen... Auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Noch mehr? Im Moment nicht, ne? Sieht alles gut aus. Geschafft, Lukas. Wir haben es geschafft. Naja, das war. Da hat uns jetzt ja wirklich nur im Prinzip einmal werfen vom Sieg getrennt hier. Beziehungsweise vom Überleben. Danke.
Danke, Lukas. Siehst du, du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Okay. Auch jetzt haben wir wieder eine angenehme Videolänge erreicht. Wir stehen neben einem Feuerchen, das heißt, wir sind auch geschützt vor dem Viehzeug. Fühle ich mich ganz wohl hier. Ich finde, an dieser Stelle kann es im nächsten Video weitergehen. Dann bedanke ich mich recht herzlich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder einen Daumen nach oben oder auch einen nach unten, wenn es unbedingt sein muss. Und abonnieren dürft ihr natürlich auch, falls ihr es noch nicht getan habt und falls ihr das möchtet. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.